Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Utgard. Ja, danke. Galia, Hurra! ich weiß ja, wie sehr du das liebst, wenn ich das mache. Deswegen. Genau. Ja, das war schon ganz in Ordnung. Klang Ja, auch genau. so wie immer. Ja, genau. Also, deswegen habe ich mich so richtig ins Zeug gelegt. Was Wir mag sind. Galia? Bitte was? Die Standarderöffnung. Ja, Genau, so. immer wenn ich so hier, Meine lieben hallihallo, meine lieben Freunde, Freunde. das findest du voll lustig. Ja, wir hängen hier noch am Spot rum und warten im Prinzip auf einen Druiden. Talarian hat abgesagt und Beli hat Einlog-Probleme bzw. Rechnerprobleme. Wir haben gerade schon einen Probepull gemacht, offscreen, ob wir das auch überleben. Wir haben es überlebt. Ihr habt also nichts verpasst. Ich habe schon wieder einen Probepull. Ja, ich habe gedacht, ich mach mal weiter. Vielleicht kann bei Zeiten dann auch mal der Buffer buffen. Du bist doch gebufft. Ja, jetzt ist irgendwas wieder gekommen, ne? Ein Typ habe ich. Reicht das für mich? Mehr kann Komm ich dir hier. nicht geben. Also ich könnte dir noch Stärke geben, aber Nein, nein, da mit Stärke kann ich glaube ich ich so bin auch viel nicht ehrlich an. gesagt, ich kann dir nichts mehr geben. Ich habe keine Konzentration mehr frei. Ja, Gott. Gott. Geht halt auch ohne so, ohne das. Ich habe übrigens jetzt so ein Programm User joined your installiert, channel. das nennt sich F-Flux. Warte, erzähle ich gleich weiter. Hallo User. Ja, hallo. Ah, du hast Oh. es geschafft, oder? Oh. Ich bin jetzt erstmal wieder da. Schauen wir, wie lange. Hast du gerade gesagt, hallo Loser? Hallo Ja, User. genau, Loser. Ja, und Sprüche drauf heute. Ja, und Flux finde ich auch gut. So. Kämmt die Wüste. Ist das nicht Zurück zum die Thema. Teamspeak-Ansage hier? Loser has joined your channel? So verstehe ich das immer. Okay, also, wir haben uns Nächster Pull. ganz doll angestrengt, ohne Druid zu überleben und haben es knapp geschafft. Vielen Aber Dank, sehr, dass du sehr jetzt da knapp bist. nur. Sehr knapp. Ne, da dir weg. Nee, seid doch da. Da unten. So, ich wollte gerade erzählen, ich habe mir ein Programm installiert, F-Flux nennt sich das. Das verändert die Bildschirmeinstellungen so, oder die Grafikeinstellungen, dass abends die Farbtemperatur gesenkt wird, dass man so ein weniger blaues Licht abkriegt. Hör mal auf zu reden und lad mich ein. Ich lade dich ein. Ich weiß jetzt nicht, eigentlich sollte das nicht in die Aufnahme mit reinkommen. Weil das ja eigentlich eine Einstellung ist, die das nicht beeinflussen sollte. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Wenn jetzt also euer Video ja quasi Sepia-Ton hat, dann muss ich das beim nächsten Mal vorher ausschalten. Schreibt es in Dann die haben wir es doch mal Kommentare und lasst uns ein Like ausprobiert. da, um mal YouTube-Sprache zu benutzen. Wieder was? Nichts. Lasst uns ein Like da. Ich denke, das sind ja Gesundheitsgründe. Ist das hier schon durchdiskutiert? Warum, wieso, weshalb kein Blau? Ja, weil blaues Ja, Licht, das liegt das. daran, dass Ja, wir haben ja blaues gewisse Licht Rezeptoren in den macht den Augen. Körper wachsam und strengt ihn an, und wenn du abends vor blauem Bildschirmlicht siehst, kannst du zum Beispiel nicht einschlafen. Das hängt mit der Serotoninausschüttung zusammen, dass da gewisse Hormone ausgeschüttet werden, wenn blaues Licht kommt. Deswegen ist man normalerweise tagsüber auch wach und kann meist noch nicht schlafen, direkt von der Sonne ins Bett geht. Und wenn man dieses blaue Licht hat, dann wird eben mehr von diesen Wachhormonen ausgeschüttet und dann kann man schlechter einschlafen, so zumindest Also der ist damit Wissenschaft. meine Frage beantwortet. Es wurde hier noch diskutiert, denn dass ich das wusste, war klar. Aber hier haben wir Ja, es. natürlich. Dass ich das wusste, war klar. Wollte ich nur Ja. testen, ob ihr das auch Wir wisst. haben Wissen geschafft. Deutran kannst du nicht mal mit Bases so sehen. Ja, nee, kann ich leider nicht, weil ich habe absolut keine Konzentration mehr frei. Ja. Okay. Dann mache ich das selber und dafür nehme ich euch was weg. Ja, das musst du. Ne, halt ein Nimm mit bisschen. dir. Genau, Essen das kommst nimm mir du, ruhig brauchst du weg, eh das nicht. brauche ich nicht so Krieg einfach kein dringend. Akku. Wir haben ja super Tanks dabei, da werde ich überhaupt nicht gehauen, da brauche Baby. ich das nicht. Vibi. Danke.
Also, außer Feenstopp ist auch heute noch nichts passiert hier. Ich bekomme mehr und mehr Moos. Ich wünschte, es wäre im echten Leben auch so. Aber du sollst doch keinen Moos ansetzen. So, ich habe in Oxford, ich war in einem alten Befestigungsturm, in dem auch unter anderem Thomas Cranmer war. Das ist ein Erzbischof gewesen, der sich gegen die Rückkehr zur römisch-katholischen Kirche gewehrt hat. Jetzt sind später verbrannt worden wegen Ketzerei und was auch immer. Ja, was die religiösen Leute halt so machen immer. Ich bin bis ganz oben hingeklettert und alles war moosig. Aber man konnte alles anfassen. Hast du denn auch einen Geist gesehen oder so? Du stehst ziemlich weit vorne. Jawohl, jetzt sie macht ihre Arbeit. Einen Geist gesehen? Müsst ihr in so einem Spukschloss dann auch ordentlich einen Geist geben. Jetzt bin ich schon wieder geroutet hier. Das ist aber auch hart, das Schicksal. Sehr frech. Ich habe tatsächlich einen Geist gesehen. Oh cool, erzähl. Als ich abends, als du aufgestanden bist im Badezimmer oder wann? Ja, das sowieso. Hä? Kennt ihr den auch? Immer wenn man in den Spiegel guckt. Alter, ey, ich trau mich da schon gar nicht mehr. Ich war in der Burg unterwegs und habe in der Burg im Keller ein Gespenst gesehen. Cool. Männlich, weiblich. Erzähl mehr. Weiblich. Ich habe immer noch die Vermutung, die leise Vermutung, dass es Führerin meiner Tour gewesen sein könnte. Ich glaube, es wäre weniger auffällig gewesen, wenn ich nicht eine private Tour gehabt hätte, also ich die einzige Gruppenteilnehmerin gewesen wäre. Aber es war sehr schaurig. Wir hatten hier der Underhill Friend. Mir. Losgerannt und macht da hinten irgendwelche. Ja, Blödsinn, ne, der macht da Solo-Abenteuer. Ja, ich hab gedacht, mal gucken, ob die aufpassen. Ja, 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 ja. Aber heldenhafter Einsatz von Kimo. Jawohl. So, wenn man mich später schenket mir Geld. Wir werden übrigens nachher mal die Quest anfangen. Auch wenn das jetzt nicht bei allen auf Begeisterung stößt. Ich will jetzt ja keinen angucken. Aber doch. Es sind 4 Stück. Oh. 4 ist ja eine schöne Zahl. Ihr macht das schon, ne? Ihr habt das unter Kontrolle. Durch habe ich immer so ein bisschen Lag, aber ihr habt vorhin auch gesagt, irgendwie habt ihr alle gerade so ein bisschen Lag. Du nicht, nein, du natürlich nicht. Bisschen in der Hauptstadt, da haben sie garantiert überall geiles auch. Internet. Wir sind ja hier nicht in Neuland. Mutterstadt, ne? Bitte. Mutterstadt, bitten darf. Mutter? Ah, deine Mutter. Ja. Daher kommt das. Aber das Wort Mutstadt passt ja zu Berlin sehr schlecht. Wieso? Weil doch das eine der jüngsten Städte ist hier so. Der ist, weiß ich nicht, ein paar hundert Jahre alt. Berlin? Ja. Ich glaube 1300. Gründungsjahr. 1300 ja. Irgendwas. Ja, genau. Und selbst unser Dorf hier nebenan ist im Jahr 800 gegründet worden. Ja, aber Berlin war ja immer nur Vorort von Potsdam, ne? Ich glaube, Potsdam ist jünger, glaube ich. Ich glaube, Spandau ist recht alt. Spandau, ein Teil von Berlin, ich glaube, der ist älter. Der ist, glaube ich, auch so um die 900 rum. So, wir haben genau weiß ich es nicht. 4. 6. Boah, das werden ja immer mehr. Ja, da weiß man ja gar nicht, wo man hingehen soll. Wir können drauf und dann kommt man am besten.
Macht's einfach in der Reihenfolge, wie sie anmarschieren. Können sie sich ja hintereinander stellen dann. Ja, stehen sie ja quasi schon. Die wachen nur nicht hintereinander auf, aber ansonsten klappt das. Sehr gut. Und tschüss. Sehr gut. Eine Nummer ziehen wie beim Arbeitsamt. So ist. Hier. Sehr gut. First. Kill, please. Ich will zuerst sterben. Ich habe im Hintergrund schon seit anderthalb Stunden jetzt die Datenträgerbereinigung laufen. Aus irgendeinem Grund braucht die heute extremst lange. Die hat auch lustige Anzeige. Ich wollte mal ein bisschen Platz auf der Platte machen und habe die gestartet und so. Kann mir auswählen, was man da so alles löschen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein paar von euch vielleicht ja. Und er hatte 4 Terabyte an alten Updates zu deinstallieren. Die Platte ist nur 128 Gigabyte groß. Das ist beachtlich. Ja. Oh, Geschenk. Ja, wahrscheinlich löscht er gerade das Internet im Hintergrund oder so. Deswegen vielleicht die kleinen Ruckler. Deshalb haben deine die anderen auch. Oder nicht? Hä? Filmo? Ach so. Nochmal? Konntest du den gebrauchen oder nicht? Nee, ich glaube... Ihr seid am Dealen, ach so ist das. Meiner ist besser. Der ist nämlich schön lila und hat unheimlich viel. Er hat auf 24 Level auf Mana-Magie. Auf ihn doch. Ja, da mache ich. Deswegen danke für das Geschenk. So, hoch mit den Hintern hier. Raus aus der Wiese. Los geht's. Wir haben schon einen gekillt gerade. Ja, das war ja nebenbei. Danke, Halep. Ich habe schon einen. Sorry. 3. Wenn noch irgendeiner mal einen Hut hat, ne? Oder Armschützer, das wäre was. Na, wenn ich gucke hier in meinem Inventar, taucht leider. GZ? Wer war das? Bitte. Das müsste doch. Oh. Dann ist ja nur noch Halef Level 11. Ja, hackt auch drauf rum. Du bist so niedlich, Halef. Oh, du klein und süß. Tutsi. Sorry. Ja, da geht der Mutterinstinkt durch. Ja, wird langsam Zeit. Ich meinte Deutran. Ja, natürlich. Also, absolut. Denk dran, wenn du Mutter wirst, dann hast du keine Zeit mehr zum Spielen, ne? Ihr Mutterschutz. Ja, erzähl das mal meiner Frau. Ja, jetzt Mitte 20 habe ich mir sagen lassen. Sollen wir deiner Frau erzählen? Also ich glaube, meine Frau kann zocken. Ich finde es trotzdem noch Zeit dazu, wenn er möchte. Machen wir dann, wenn wir auf dein Sommerfest kommen, oder wie? Denk doch einfach, Lerina, denk doch einfach an die nächsten 40, 50 Jahre, wo du dran zurückdenken wirst, wie schön es war, als du noch Mitte 20 warst. Okay. Versuche es im Hinterkopf zu behalten. Da hinten noch einer angedackelt. Tatsache. Wie frech. Und noch einer. Ich glaube, für jeden, den ich metze, rennt ein weiterer los. Das war die erste Runde. Unser mit die gezielt hoch. Ich glaube, da ist gerade einer nachgespawnt. Müsste ein bisschen aufpassen. Jupp, da kommt er. Bisschen weiter zurück. Kimmer ist gerootet. Den letzten könnte er wegcasten. Ja. Badenbombe. Ja,
hätte ja immer noch an dieser Theorie fest, an dieser These fest, wenn sich das an der Größe des Mobs orientieren würde. Und dann bei einem Drachen. Ja. Das wäre ziemlich cool. Danach ist. Ich glaube, das siehst du noch in Odin's Gate. Es ist bei allen Bildschirmen das Backlight durchgebrannt. Ja. Ich mag ja so, wenn es großes Badaboom gibt. Ein Big Badaboom? Ja, genau. Deswegen Alef. Musste ich auch immer Alarm für Cobra 11 gucken. Was? Nur deswegen? Nicht wegen der hochwertigen Dialoge? Und du meinst die gut entwickelte Storyline? Ja, sie ist der reinste Quentin Tarantino. Hallo, ich glaube, das hat zur 15%igen Steigerung von BMW-Umsatz beigetragen. Ja, das Aha, ein, kommt hin. Ein weiteres Sponsoring für unsere arme Autoindustrie, ich verstehe. Bin gerootet. Dann kommen wir. Oh, noch Immer zwei. Mehr. Sehr gut, Belzi. Upsala, den wollte ich gar nicht. Bin ich gerootet. Dann mische ich halt von hier mit. Was hast du davon? Knecht Ruprecht, der kommt ja auch immer mit seiner Route. Messt die mal, die sind Rotdämonen. Ich glaube, die sind jetzt eh schon alle dran, das lohnt nicht mehr. Ja, wohl eine Tote noch, ja. Das war cool. Ja. Jetzt steht ja eine da noch so einsam herum. Ist auch nicht richtig. Welcher? Der da? Ja, genau der da. Soll ich ihn nehmen? Ja, einfach die Tanks reinschicken und weiter draufhauen lassen. So oder, lange. Oder vielleicht nicht. Oh, die hauen sofort ab. Wieso hat Kaya eigentlich die Pet-Klasse gekriegt? Und dann der Kleine hängt sich immer am Großen dran. Das ist wie ein Baby. Wer hätte sie sonst kriegen sollen? Wer beherrscht sie sonst? Galia war auch immer so Unterlinge. Die genau, das ist das Problem, glaube ich. Sie sieht diesen Button und kann die Finger nicht davon lassen. Attack! Ah, wir haben übrigens, Klimo hat auch schon attacked. Ja, bei ihm finde ich das Klimo aber auch... Klimo ist halt immer noch ein Jäger und Sammler. Ja. Oh, Galia, du hast ein bisschen Aua. Moment, das haben wir gleich. Ich sollte vielleicht mal Endo anmachen. Da war ja was. Erstmal, wenn ich direkt anfangen muss zu metzen, dann dauert das einen Moment besser. Ja, Metzbrecher, wir sind alle so hier hochgefährdet gerade. Lass mein Wolf spielen. Metzbrecher. Ganze schreien, wenn irgendjemand in die gemetzten Mitz reinbombt. Der Name Metzbrecher kommt ja ursprünglich aus Midgard. Pub-Tank Metzbrecher. Es war ein Donnerkrieger, der der Meinung war, er haut sie alle mit seinem Mjölnir um. War lustig. Das steht war schon lustig. In der Edda, könnt ihr nachlesen. Ja. Ja, ich glaube, dass das stimmt. Der gute alte Snorri, der hat da schon geflucht drüber. Aber er hat ja so aufgeschrieben. Hast du die Edda gelesen? Teilweise, aber nicht von vorne bis hinten. Auch. Leaena, du hast doch auch mal ordentlich viel davon gelesen und auch eine Arbeit geschrieben, richtig? Nee, ich kann das Nibelungenlied quasi auswendig. Ja, dann trag doch mal vor. Cool. Das, ich höre immer von unseren Zuschauern in den Kommentaren, warum trägt nicht mal endlich einer das Nibelungenlied vor? Ich sag dir mal, das wissen wir nicht auswendig, sonst gerne. Aber jetzt, wo du das sagst. Ich will dich ja jetzt nicht unter Druck setzen, aber es sollte schon gut gehen. But no pressure. Oh, geht's jetzt? Juhu. Endlich. Ja, das ist doch toll. Jetzt ist er auch groß.
Ey, das ist ja toll. Jetzt ist das Dutzend voll. Wow. Die werden so schnell älter. Ja, wir brauchen noch einen Mitspieler. Wieso? Thala! Verräterin. Ja, ja. Oh. Habe ich euch schon von den abgefahrenen, gefüllten Cronut Croissants erzählt? Ja. Nee. Doch, wirklich. Hast du ein Foto geschickt? Nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt ein Foto geschickt. Ernsthaft? Tatsache. Es ist ein anderes. Ach, es ist ein anderes. Mhm. Das sehen aus wie geistesgestörte Eclairs. Die sind so groß wie meine Unterarme. Und sie sind gefüllt mit Sahne und Zuckerschaum. Und obendrauf ist Schokolade. Und nochmal so Icing. Ey, Schluss jetzt. Ich habe schon 3 Kilo zugenommen. Nur vom Zuhören. Und sie sind so groß wie mein Unterarm. Erwähntest du. Oh, okay. Ich glaube, da bin immer noch. Oh, Galia, Galia, Vorsicht, Galia, tu das nicht. Ich glaube, da muss ich wieder ein Foto einblenden. Moment, da muss ich mir natürlich mach das. Sofort notieren. Wo sind wir denn bei 21 Minuten? Pat macht sich selbstständig. 21. Ja. Hey, Pat, komm Video her. Video 1. Foto. Das ist doch passiv. Ja, Kilmore ist nicht auf passiv. Ja, der darf das aber auch. Booster sogar. Ja. Tanks unter sich. Ja, wir verstehen uns. Oh, jetzt habe ich schon 2 so Stöcke bekommen. Das ist ja krass. Stöcke? Stöcke. Stöcke. Zauberstäbe. Stöcke. Miracolix hatte auch immer einen Stock. Sorry. Der hatte eine Sichel. Hatte der nicht auch? Nee, der stimmt, der hatte keinen Stab. Doch, im echten Film hatte der einen Stab, oder? Im echten Film ist eine witzige Aussage, weil das war der Comic. Nein, das ist eine Doku gewesen. Richtig. Entschuldigung. Du bist so eine Kamikaze-Bombe. Dich will ich im RVR sehen. Mich? Ja, wird bestimmt Warum? Witzig. Du meinst, weil ich gerne pulle? Nein, weil du gerne bombst im Nahkampf. Ja. Naja, nachdem man das erste Mal von irgendwie so einem Bärsieg one-hitted wurde, lässt das vielleicht nach. Der kleinste Battleground hier. Der rennt weg? Kilmo? Also in Battleground wollen wir auf jeden Fall reingehen. Ja, was ist denn der kleinste hier? Ich glaube mit 15 oder so war das. Weil The Drunky ist ja irgendwie 20 oder so. 20 bis 24. Mensch, das haben wir gleich. Patch Notes. Hallo, Geht das rein? Weiß man doch. Change Notes. Ich meine, das war erst später. Das Changelog? Irgend so ein Befehl gab's und dann taucht hier so ein Fenster auf mit den ganzen Infos. Nicht Log? Was ist denn ein Log? Changelog? Da, geht doch. Wie ist das Befehl? Changelog. Ach, du willst nur die Log-Notes haben. Ja, da stehen aber die Battlegrounds drin. Ach, okay. 15 bis 19 ist der Abamenai. Stimmt, aber mehr neu. Und 1L2 darf man da werden. Auf welches Datum muss ich da scrollen? Das ist quasi das erste, was da steht. Nicht in der VR. Also du musst nur quasi dreimal am Mausrad drehen. Es gibt keine über 35, das ist ja doof. Was genau sind Battlegrounds? Ist das RVR oder? Mhm. Ja, es ist ein RVR-Gebiet, eine einzelne Zone für einen beschränkten Levelbereich. Ah, okay. Sowas wie ein Buddelkasten fürs RVR. Genau.
kann man schon mal die erste Erfahrung sammeln. Ich mag den Begriff Buddelkasten. Ich bin da öfter. Im Buddelkasten? Buddelkasten? Die sehen ziemlich leer aus. Klar. Welche Förmchen hast du denn? Oh, die Drunkie ist ziemlich voll mit 30 Leuten gerade. Hey, cool. Das ist nicht verwunderlich, finde ich. Aber Minai ist komplett leer. Aledonia ist leer. Wenn es einen Keep hat, dann können wir das vielleicht zumindest in Ruhe erobern, dann ohne dass das irgendwer dazwischen tut. Irgendwas hat mich interrupted. Skandal. Kriegen die ganz schön Sport, ne? Wenn wir da alle so dauernd den Berg hoch und runter laufen. Ja, zählt euer Fitbit das mit? Stimmt. Ja, so hoch, runter. Oh, ich habe heute 700 Etagen gemacht. Als ich Mittwoch in Stonehenge war, habe ich mir. Ne, gar nicht am Dienstag in Stonehenge. Habe ich mir. 21.000 Schritte gegönnt. Ja, das ist doch mal was. Hast du dafür bezahlt, dass die einer macht? Schritte, das ist ja... 15 Kilometer. Da gibt's ja auch das Buch, ne? 20.000 Schritte unter dem Meer. Genau. Hätte man mit einem Kollegen einen Contest am Laufen. Wer die meisten Schritte hat, wir hatten den Schrittzähler auch an. Mhm. Und er hat mich knapp geschlagen mit, halte ich fest, 46.000. Am Tag? Wie war das noch zur Zeit der Ostermärsche damals, oder was? Nee, Haus der deutschen Wirtschaft hat viele Stockwerke und wir haben im IT-Support gearbeitet. Mit sehr, sehr vielen Büros und da flitzt man echt viel hin und her. Und bevor du auf dem Fahrstuhl wartest, läufst du lieber. Mhm. Merke, nicht in den IT-Support gehen. Das ist so der Putzbirne im Fernsehturm. Billy, sag bitte nochmal. Der Fernsehturm ist in Sichtweite gewesen. Kommt unser zweiter Druide heute noch vorbei? Ich werde nämlich demnächst mal für eine Weile weg müssen. Nee, der zweite Druide kommt heute nicht vorbei. Das ist schlecht. Dann sollten wir jetzt auf der Stelle diese Quest machen und zwar zuerst den Druiden bedienen. Sollen wir dazu machen, meine Freunde? Ich glaube, andersrum wäre es besser, weil er hat ja... Also, Basie, du magst ja eh die Quest nicht so. Wir müssen meine Quest nicht machen. Quest schaffen wir, glaube ich, auch mit nur dir als Heilkraft dort dran. Nur leveln eher nicht so. Es macht ihm gar keinen Spaß. Er braucht das Equipment. Wir ziehen seins als erstes durch, dann ist er fertig. Ja, Billy, machen musst du die so oder so. Und das ist doch dann lustiger, die mit uns zusammen zu machen, als nachher alleine. Oder nicht? Ja, wie ihr meint. Ich habe noch keine Quest gemacht. Das gibt Equipment. Also die Epic Quest ist wirklich... Also wenn man eine Questreihe machen sollte, dann die Epic Quest. Also geben die letzten Quests noch entsprechendes Equipment, was man als Level 50 noch brauchen kann, weil so Equipment, Das für drei Level reicht, ist ja... Hier ist das, also auf diesem Level... wie sagt man dazu? Man kriegt nacheinander mehrere, sodass das immer Level angepasst ist und bei 50 passt es auch. Also ich glaube, ich weiß, wie das auf den Live-Servern jetzt ist. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie das früher war, aber ich meine, man kriegt hier auch nachher ein komplettes Level 50 Rüstungsset. Ja. Die Epic ist da. Sowas ist ja fein. Also dann sich nur die Sachen bisher lohnt sich jetzt nicht so sehr. Die sind nach drei Leveln eh wieder out und dann. Das war. Wobei ich mich immer noch über eine Mütter- oder Armschoner freuen würde. Gut, dann gammeln wir noch ein bisschen hier rum, machen Mobs und machen dann die Quest quasi, wenn du wieder da bist. Wie lange braucht er? Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Ich muss mich. Ja, wir haben jetzt noch zwei Folgen vor uns, das heißt ungefähr eine Stunde. Im Zweifelsfall rennt schon mal eure Quests ab, dann schauen wir weiter. Ich meine, hier ist eh nicht so kritisch. Welche Fahrt hast du denn? Welche Fahrt?
Wenn du mal bei den Attributen das Fensterchen aufmachst, also oben rechts das Menü, den ersten Knopf davon, ja. Dann unten in die Box reingucken, da steht Path of... Ach, das meinst du, Harmony. Harmony. Wer von euch hat noch Path of Harmony? Bitte einmal alle nachgucken. Ich hab Fokus. Ich hab auch Fokus. Ich hab Fokus. Sense. Niemand, okay. Ja. Ich bin alleine. Ich Nein, hab... du bist nicht alleine. Alleine, alleine. Du hast den Wolf. Stimmt, aber der ist... Ja, du hättest halt mit Talarian zusammen gehabt. Ne, aber Talarian ist nicht da. Gut, schau mal ab, ihr schafft sie alleine. Vielleicht schaffe ich es rechtzeitig zurück. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Alles klar, ne, dann... Du, bis denn. Bis denn. Wir machen jetzt hier auch einen Cut, sehen uns in der nächsten Folge wieder und Cut.